Ja, guten Tag. Ich habe heute ein ganz, ganz spannendes Interview für Sie, das auch für mich viel Mehrwert gebracht hat, wo zum Beispiel Begriffe fielen wie ein kultureller Bürgerkrieg, in dem wir uns befinden und wo erklärt wird, warum die angeblich Linken heute nicht links sind. Der Interviewpartner ist Herr Professor Dr. Norbert Bolz, Medienwissenschaftler, einer der ganz klugen Köpfe unserer Zeit in meinen Augen. Und wie immer mache ich es so, dass ich das Gespräch auf Odyssee und auf Rambl bringe. Es ist ja eigentlich traurig, Herr Professor, ja, dass man heute wieder mit so einer Zensur leben muss und dass alle sagen, das sei überhaupt keine Zensur. Und die gleichen Leute, die sich aufregen, wenn ein Verleger eine Geschichte stoppt, und da kann man durchaus sagen, dass sie sich begründet aufregen, die sagen dann, ja, wenn kritischen Journalisten hier YouTube den Sender wegzensiert oder ganze Kanäle sperrt, dann sei das ja Privatsache. Das ist doch eine Doppelmoral, oder? Das ist Doppelmoral und allerdings auch gleichzeitig ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Angst. Die fürchten nur, dass wir mal gehört werden und dann zeigen, dass wir die besseren Argumente haben, beziehungsweise überhaupt Argumente, im Gegensatz zu den Propagandaphrasen, die heute als links gelten. Darüber reden wir auch im großen Interview, warum die Kulturkrieger, die Kulturrevolutionäre solche Angst vor einem Dialog haben. Also bitte, es ist ein kleiner Klick für Sie, einmal unten auf Rambl oder Odyssee klicken, aber es ist wichtig für die Meinungsfreiheit, weil auf einem Zensurkanal, da sollte man nicht unbedingt so groß verweilen. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Professor Dr. Bolz. Sehr gern. Wir sehen uns so. Hi, Schuster. Hi, Schuster. Hi, Schuster.